gelaufen. Buonasera, benvenuti a questo evento del Festival di Letteratura Italiana La Fonte 2024. Stasera parliamo del libro La Storia di Elsa Morante nella nuova traduzione della casa editrice Wagelbach, appena uscita. Guten Nachmittag an alle und herzlich willkommen wieder zu dieser weiteren Veranstaltung des Festivals La Fonte Vienna 2024. Heute Nachmittag werden wir über die Neuübersetzung von La Storia von Elsa Morante sprechen, die gerade erst druckfrisch im Verlag von Wagenbach erschienen ist. La nuova traduzione appena uscita per Wagenbach è di Maya Pflug e di Claudia Ruschkowski. Claudia Ruschkowski è qui con noi stasera per parlare del libro. Claudia è autrice, drammaturga, editor e traduttrice letteraria. È una mediatrice culturale, creativa e sostenitrice della letteratura e dell'arte. Questa mi piaceva così com'è. Die neue Übersetzung ist von Maya Pflug und von Claudia Ruschkowski, die heute Nachmittag auch hier bei uns ist und mit der wir eben über die neue Übersetzung sprechen können. Claudia Ruschkowski ist Autorin, Dramaturgin, Herausgeberin und auch Literaturübersetzerin und vor allem auch kreative Kulturvermittlerin, die sich für Literatur und Kunst einsetzt. Und das gefällt sie mir sehr. Con il titolo Perle pubblica opere di importanti autrici italiane. Ne nomino soltanto due, Alda Merini e Grazia Deledda. Unter dem Titel Berlin liegt sie im Verlagshaus Römerweg Werke bedeutender italienischer Autorinnen heraus. Und eben um zwei zu nennen sind zum Beispiel Alda Merini oder Grazia Deledda. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo, che si chiama Rot, sagte er. 2021 hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht, der mit dem Titel Rot, sagte er. Accanto a Claudia è seduto Alfredo Zucchi. Alfredo Zucchi è un autore, scrittore italiano, nato a Napoli, vive e lavora tra Vienna e Bergamo. Neben Claudia haben wir heute Nachmittag Alfredo Zucchi, der in Neapel geboren ist. Er ist Autor und Schriftsteller und arbeitet zwischen Bergamo und Wien. Al suo primo romanzo, Bomba Voyeur, uscito nel 2018, sono seguite raccolte di racconti e saggi. Sein erster Roman, Bomba Voyeur, ist gefolgt von einigen Essays und eben auch Erzählschriften. È socio della casa editrice Wojtek e co-dirige la collana di saggistica letteraria Ostranenien. Er gibt eben auch Literaturzeitschrift. Als Mitglied von Wojtek. Edizione, ist der Co-Leiter der literarischen Sachbuchrei Ostranenien. Accanto a me, Lorena Piotr. Per questo evento stasera voglio ringraziare particolarmente la casa editrice Wagenbach, non solo perché pubblica con molta attenzione e cura diversi titoli della letteratura italiana, sia del passato che della letteratura contemporanea. Ich möchte ganz besonders eben auch Wagenbach Verlag danken und eben nicht nur deshalb, weil sie sehr viele wichtige italienische Werke herausgeben aus der Vergangenheit, aber auch sehr viele wichtige bedeutende zeitgenössische Werke. E perché proprio gli editori di Wagenbach questo evento me l'hanno proposto, ho accettato subito e loro hanno anche fatto in modo che il libro in tedesco fosse sul nostro tavolo stasera perché in realtà è appena arrivato nelle librerie. Und sie, ich danke Ihnen eben auch deshalb sehr, weil Sie haben mir eigentlich in Wirklichkeit diese Veranstaltung vorgeschlagen und Sie haben eben auch alles daran gesetzt, dass die Bücher jetzt schon auf dem Büchertisch liegen heute Abend und es ist wirklich gerade erst erschienen. Di questa nuova traduzione verranno letti dei passaggi, uno in particolare, e li legge Dirk Sterman, che è qua con noi stasera. Heute Abend werden wir auch einige Ausschnitte eben aus dem neu übersetzten Werk lesen und einen deutschen Ausschnitt wird Dirk Sterman lesen, der heute Abend auch mit uns. Dirk Sterman basta il nome, qua a Vienna, quindi non dirò molto, a parte che è il cabarettista e il moderatore televisivo più amato. Dirk Sterman kennen sicherlich alle hier, deswegen sage ich nicht viel mehr, als dass er einer der beliebtesten Fernseh- und TV-Moderatoren in Österreich ist. Il suo ultimo libro ce l'abbiamo anche noi qua e dico solo che è il mio libro dell'anno. Und wir haben auch sein letztes Buch hier auf dem Büchertisch bei uns und ich sage nur, dass das für mich das Buch des Jahres ist. Buonasera.
Grazie di essere qui, grazie agli organizzatori del festival che continuano ad alzare l'asticella e a rendere questo spazio sempre più significativo. Herzlich willkommen an alle. Ich möchte mich bei allen bedanken und besonders auch bei den Organisatoren dieses Festivals und auch dieses Ortes, die es immer wieder schaffen, die Veranstaltungen so schön eben wie möglich zu machen. Ma questo sarà un evento un po' particolare nel quadro di un festival che è già di per sé unico per il fatto di avere un piede in Italia e l'altro a Vienna, per il fatto di mettere in comunicazione la scena letteraria, culturale e editoriale in lingua italiana e quella in lingua tedesca. Noi stasera non avremo l'autrice, io e Claudia, con l'aiuto di Lorena e con l'aiuto di Dirk, cercheremo di rendere conto, di raccontarvi l'importanza del romanzo, la storia, la sua ricezione e il dibattito che ha creato quando è uscito in Italia e ora in Germania, nei paesi di lingua tedesca. Dies ist eine besondere Veranstaltung, eben nicht nur, weil sie in diesem einzigartigen Rahmen vom Festival stattfindet, das eben einerseits einen Fuß in Wien sowie auch in Italien hat und eben sowohl kulturelle und literarische Werke auf Italienisch als auch auf Deutsch präsentiert, sondern es ist eben auch eine etwas besondere Veranstaltung in diesem Rahmen, weil wir die Schriftstellerin jetzt natürlich nicht persönlich hier haben, aber gemeinsam werden wir eben auch mit Dirk Stermann und Claudia und Alfredo heute versuchen euch den Roman und eben die neue Übersetzung, La Storia von Elsa Marante, näher zu bringen und eben auch die Kontroverse, die dieser Roman zur damaligen Zeit bei der ersten Veröffentlichung ausgelöst hat. Quindi, prima di passare la parola a Claudia e di chiederle delle circostanze della ritraduzione di quello che ha tutti gli effetti un classico della letteratura del secondo Novecento, volevo darvi qualche elemento di contesto. Ricorre il cinquantenario del romanzo di Elsa Morante, che esce la prima volta nel 1974 direttamente in edizione economica per Einaudi e nel giro di poche settimane vende centinaia di migliaia di copie. Considerate che le vendite medie di un autore importante come Alberto Moravia negli anni 70 erano di 100.000 copie all'incirca, nel giro di pochi mesi la storia arriva a venderne 600.000 e di fatto è e resta uno dei casi editoriali più eclatanti dell'editoria italiana del secondo Novecento. Bevor ich eben übergehe und Claudia eben nach den Umständen dieser neuen Übersetzung und eben befrage, dass sie uns einiges darüber erzählt, möchte ich eben einen kurzen Überblick geben. Also wir feiern heuer eigentlich die 50 Jahre der Erstveröffentlichung des Romans. Er ist damals direkt eben in Broschüre im Taschenbuch erschienen und hat schon in den ersten Monaten Hunderttausende von Exemplaren verkauft. Also damit man einen vielleicht kleinen Vergleich hat, damals zum Beispiel große Schriftsteller wie Alberto Moravia, sind circa zu 10.000 Exemplaren aufgelegt worden und dann wurde eben dieser Roman La Storia schon 600.000 Mal verkauft. Er gilt eben bis heute als einer der größten Verlagserfolge in der ersten Hälfte oder zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. È un libro che allo stesso tempo, forse proprio in parte, diciamo, per il suo successo commerciale, genera anche un fortissimo dibattito di natura tanto culturale e letteraria quanto politica. Di questo parleremo più avanti. Stiamo parlando di un libro che tratta gli anni che vanno dal 41 al 47, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale e appena dopo, un romanzo in cui seguiamo le vicende di Ida Oiduzza, insegnante di scuola elementare a Roma, di origini calabresi, di padre calabrese anarchico e di madre veneta ebrea, del figlio adolescente Nino, il quale passa nell'arco di pochi anni dall'essere prima fascista, poi partigiano, poi contrabbandiere, una traiettoria che può sembrare solo apparentemente contraddittoria, ma se si considerano gli eventi che accadono in Italia, in quel periodo in particolare, da Roma in giù. Sto andando troppo avanti. Infine, uno dei personaggi più importanti, forse il più importante, Giuseppe, un bambino che noi vediamo di fatto nascere durante
la narrazione nato da una violenza, da uno stupro subito da Ida, perpetrato da un giovane soldato tedesco nazista, dunque, in congedo. Ecco, queste sono due parole circa la trama del romanzo. Ti lascio tradurre e poi faccio la domanda. Also dieser Roman war eben zugleich unter anderem wegen seinem riesigen kommerziellen Erfolg ebenso bedeutend, aber eben auch wegen der literarischen und politischen Aspekte, die eben dann auch sehr stark diskutiert wurden. Das Buch erzählt die Zeitspanne von 1941 bis 1947, also den Zeitraum während des Zweiten Weltkriegs und auch danach. Und es erzählt die Geschichte folgender sehr wichtigen Personen, also Ida oder auch Iduza genannt, die eine Volksschullehrerin ist, von einem kalabrisischen Vater, der Anarchist ist eigentlich, und einer jüdischen Mutter, die aus Veneto stammt, von Nino, ihrem Sohn, der zuerst eigentlich also sich für den Faschismus begeistert hat, danach eben ein Partisane geworden ist und schlussendlich dann eben als Schmuggler sich den Lebensunterhalt verdient. Und dann eben kommen wir auch zum fast wichtigsten oder als sehr wichtige Figur auch im Buch, Giuseppe, den wir eben auch im Roman seine ganze Geschichte sehen, also auch wie er geboren wird, denn er wird oder er ist dann das Resultat eben einer Vergewaltigung, die eben Iduza von einem deutschen Soldaten erlitten hat, also von einem nationalsozialistischen deutschen Soldaten. Ecco Claudia, volevo chiederti per prima cosa in occasione dell'uscita, no? Del libro, della nuova traduzione per Wagenbach, volevo chiederti dell'importanza di questo libro in lingua tedesca, dell'idea dietro l'operazione di ritradurre un classico del genere e infine anche, se puoi, delle sfide, delle difficoltà e delle, come dire, degli spunti che vi ha dato il processo di ritraduzione. Also die erste Frage an Claudia, also ich wollte dich eben befragen, was du uns eben zu der Wichtigkeit, zur Bedeutung dieser neuen Übersetzung sagen kannst, auch wie ihr an dieses Vorhaben herangegangen seid, vielleicht auch was Herausforderungen oder Schwierigkeiten bei der Übersetzung waren und vielleicht auch besonders schöne Aspekte bei der Übersetzung. Grazie. Grazie che siete venuti per la Elsa Morante, che mi fa un piacere tantissimo. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind für Elsa Morante. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Allora, Wagenbach è una tradizione, diciamo, perché la prima traduzione del romanzo La Storia fu anche presso la casa editrice Wagenbach nel 78. E vuol dire che dopo una cinquantina d'anni è più o meno così che si ritradurre un classico, e perciò la casa editrice ha pensato, ok, lo faremo. Das heißt also, Wagenbach hat eine Tradition, denn 78 wurde der Roman bereits übersetzt, und zwar von Hanneliese Hinderberger, und als jetzt 50 Jahre später quasi dieser Jahrestag passierte, hat sich der Verlag überlegt, okay, wir übersetzen den Roman neu. Denn nach 50 Jahren, eigentlich heißt es, soll man einen Klassiker, wenn möglich, neu übersetzen. E la prima cosa per noi veramente interessante, per noi dico perché, l'abbiamo fatto in due, in tandem. Cioè la Maya Pflug, che è una, la signora, la grande signora della traduzione italiana in Germania, devo dirlo. La Maya ha tradotto nella sua vita tanti classici, la Ginsburg, Pavese, eccetera. Ed io che sono più una che traduce la poesia, i pittori, la filosofia, la letteratura contemporanea, e noi insieme avevamo già fatto una prova generale per dire, abbiamo tradotto insieme un romanzo nei versi di Fabiano Alborghetti, e poi abbiamo pensato, sì, bene, noi insieme ce la faremo. Das heißt, wir haben dann gedacht, wie machen wir das? Und wir sind zu zweit. Das ist Maya Pflug. Maya Pflug ist wirklich die große alte Dame, the grand old lady der italienischen Literaturübersetzung in Deutschland. Sie ist wunderbar.
und sie hat die Klassiker übersetzt. Und ich bin eher diejenige, die für Poesie zuständig ist oder zeitgenössische Romane übersetzt hat, Maler übersetzt hat, Philosophie oder auch Politik. Und wir haben schon eine Generalprobe gemacht, und zwar mit einem Roman von Fabiano Alberghetti, einem Roman in Versen. Und als wir das geschafft haben, haben wir gedacht, okay, wir sind bereit, das machen wir jetzt. Und poi abbiamo pensato a due motti. Allora, all'inizio ci siamo messi insieme e abbiamo pensato, ok, facciamo così, noi facciamo la traduzione ognuna della prima cronaca del 1900 e poi del primo passo del primo capitolo. Questo abbiamo fatto lei ed io. Also wir haben erstmal uns geteilt, wir haben den Anfang übersetzt, die erste Chronik, allein, jeder alleine, und haben dann den Anfang vom ersten Kapitel, jeder alleine übersetzt. Dann haben wir uns getroffen. Poi ci siamo messi insieme. E abbiamo pensato la strategia, il metodo. E il nostro primo motto, che era veramente un motto della Elsa Morante stessa. Allora, Elsa Morante scriveva per la rivista Nuovi Argomenti, già nel 1959, col sentimento avventuroso e quasi eroico di chi cerca un tesoro sotterraneo, lo scrittore dovrà ora cercare quell'unica parola e nessun'altra che rappresenta l'oggetto preciso della sua percezione, della sua realtà. Appunto quella parola è la verità voluta dal romanziere. E appunto qui, nell'atto stesso di scrivere, il romanziere andrà così inventando il proprio linguaggio. È l'esercizio della verità che porta all'invenzione del linguaggio e non viceversa. Mit dem abenteuerlichen und fast heroischen Geist von jemandem, der nach einem vergrabenen Schatz sucht, schrieb Elsa Morante 59 in einem Beitrag für die Zeitschrift Nuovi Argomenti, und das ist unser erstes Motto, was wir uns gegeben haben. Also mit dem abenteuerlichen und fast heroischen Geist von jemandem, der nach einem vergrabenen Schatz sucht, muss der Schriftsteller nach diesem einen und keinem anderen Wort suchen, welches den präzisen Gegenstand seiner Wahrnehmung in seiner Wirklichkeit darstellt. Genau dieses Wort ist die vom Romanautor beabsichtigte Wahrheit. Und genau hier, im Vorgang des Schreibens selbst, wird der Romanautor seine eigene Sprache erfinden. Es ist die Gestaltung der Wahrheit, die zur Erfindung der Sprache führt, nicht umgekehrt. Noi poi abbiamo rimpiazzato romanziere a traduttore. E così siamo andate avanti. Wir haben also Romanautor durch Übersetzer ausgetauscht und so sind wir also losgegangen. Poi c'era un monito. Wir haben uns eine Mahnung in den Rücken gesetzt. Non confondere il tempo con lo Zeitgeist. Perché più una traduzione corrisponde allo Zeitgeist, più invecchia, più velocemente. Also auf keinen Fall die Zeit mit dem Zeitgeist verwechseln. Denn je mehr man auf den Zeitgeist geht, desto schneller altert eine Übersetzung. Und wir wollen ja nicht gleich wieder eine neue Übersetzung anfertigen. Poi abbiamo pensato di veramente seguire la Elsa Morante nella sua sintassi. Vuol dire che una sintassi di un romanzo crea immagini durante la lettura e modella il testo. Das heißt, die Syntax ist wahnsinnig wichtig. Die schafft die Bilder beim Lesenden und die modelliert den Text. Vuol dire che la sintassi di Elsa Morante, e qui c'è la differenza alla prima traduzione, è veramente complicata, ma è bellissima, perché c'è un pensiero, un argomento, una frase lunghissima magari, ma con tanti virgoli, punti virgola, con trattini, con parentesi, eccetera,
così che noi, i lettori, possiamo seguire l'argomento per bene. Die Syntax für Elsa Morante ist wirklich kompliziert. Und hier, das sage ich gleich weiter, liegt der Unterschied vielleicht zu der ersten Übersetzung, weil sie schachtelt ihre Sätze extrem. Die sind lang, die sind kompliziert, aber sie werden getrennt durch Komma, durch Semikolon, durch Gedankenstriche, durch Klammern. Das heißt also, wir, die Leser, können dem Argument folgen und denken beim Lesen mit. Das ist ein großer Genuss. E la prima traduzione, che è veramente una, anche una traduzione bellissima, perché pensando che Anneliese Hinterberger, senza internet, in biblioteche, cercando tutto il materiale, difficilissimo. E noi con la tecnologia, così alla scrivania, googlando, eccetera. Allora, un altro discorso. Anneliese Hinterberger hat eine wunderbare Arbeit gemacht und sie hatte natürlich nicht die technischen Voraussetzungen wie heute, nicht das Internet, sie konnte nicht googeln, sie musste in Bibliotheken gehen. Und sie hat vieles gelöst, indem sie viele Relativsätze hintereinander geschachtelt hat. Cioè, poi lei ha preso a un po' sciolto la strategia sintattica della Elsa Morante, perché ha preso tanti relativi, cioè il libro nella traduzione tedesca prima è piuttosto più lungo, tanto più lungo. Das heißt, dadurch wird das Buch natürlich viel länger. Noi abbiamo pensato, questo non vogliamo fare, siamo fiduciose alla Elsa Morante. E poi è anche il carattere tipografico che questa punteggiatura crea a un libro. Vuol dire che un libro è anche, le pagine sono anche immagini e ci guidano anche. Das heißt, die Typografie, der Satz, ist auch wahnsinnig wichtig. Ein Schriftsteller überlegt sich das ganz genau, denn dann entsteht ein Bild und dieses Bild, das leitet uns natürlich beim Lesen. Poi, magari due altre cose. Abbiamo capito che la Elsa Morante, come tanti altri, ma lei molto preciso, ha inserito citazioni. Ma citazioni non per dire adesso viene eccetera, le virgole, no, no. Allora, ha inserito così. Elsa Morante hat viele Zitate benutzt. Das haben wir dann festgestellt, aber natürlich keine Zitate, die halt ausgewiesen werden, sozusagen, sondern das fließt alles in den Text ein. Man merkt also, was ihr Hintergrund ist, was sie alles gelesen hat, was sie verarbeitet. Poi abbiamo pensato, ma cosa facciamo adesso? E la casa editrice diceva, ma facciamo una nota magari, o poi facciamo un piccolo elenco. E noi alla fine abbiamo detto, no, non siamo questi che vogliono rovinare i segreti dell'Elsa Morante, ma no, veramente no. Also Wagenbach hat gesagt, vielleicht wäre es doch gut, wir machen Noten oder wir machen ein kleines Register und so weiter. Und dann haben wir gedacht, nein, das machen wir nicht. Wir weisen das auch nicht aus. Wir wollen die Geheimnisse von Elsa Morante nun wirklich nicht zerstören. Also das geht gar nicht. Das heißt also, da sind Zitate drin, zum Beispiel von César Vallejo, von Miguel Hernández, von Nicholas Black Elk, von Dylan Thomas, von Humberto Saba. Der zum Beispiel hat die Kanarienvögel eingebracht. Das ist ein Gedicht von ihm. Das findet man im Archiv von Elsa Morante, wenn man stöbert. Und sie geht ganz frei damit um. Ci sono citazioni, per esempio, di Vallejo, Hernández, Nicholas Black Elk, Dylan Thomas o Humberto Saba. E da di Humberto Saba sono Canarini che fanno parte, sì, di questo libro. E questo ho trovato per caso nell'archivio di Elsa Morante a Roma. E così abbiamo anche preso tutte le creazioni delle parole, per esempio della lingua parlata, del romanesco. Cosa si fa? È sempre un problema per un traduttore. Cosa si fa
col gergo. Was macht man mit dem Slang, was macht man mit dem Dialekt? Auch die Frage haben wir uns gestellt. In dem Roman ist es eben romanesco, der römische Dialekt. Per esempio, in Germania, tradotto da Moshe Khan, c'era un esperimento stranissimo, ma anche bello. Lui ha tradotto Ragazze di vita di Pasolini nel gergo berlinese. Veramente uno esperimento. Ma strano, è tutto bello, ma l'odore non c'è. È completamente diverso. Il romanzo diventa grigio, come Berlino. Diventa, ci sono sì, altri rumori, altre cose, un'immagine completamente diversa. Es gibt ein Experiment, Moshe Khan hat gedacht, er versucht es mal, er übersetzt im Berliner Slang Ragazze in Vita von Pasolini. Das ist schon toll, aber was ist passiert? Das ganze Buch hat eine andere Farbe. Es hat einen anderen Geruch, das Buch ist grau, wie Berlin immer auch grau ist. Es hat überhaupt keine Sonne mehr. Es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Also wie geht man mit Slang um? Così abbiamo pensato, okay, lingua parlata. Ed era bellissimo di inventare una lingua parlata per Nuzzo, poi anche per Giuseppe, inventare le parole di Giuseppe nel tedesco, bellissimo. Wir haben also gedacht, gut, wir gehen auch ganz frei heraus an die gesprochene Sprache heran und erfinden sozusagen einen Slang der gesprochenen Sprache für Nuzzo, aber eben auch die kleinen Wörter für Giuseppe, il bambino indimenticabile, das unvergessliche Kind, das im Laufe dieses Romans sprechen lernt. E per chiudere questo piccolo discorso delle cantiere, ma il secondo motto nostro, il secondo motto che abbiamo preso da un'altra nostra eroina, dalla Natalia Ginzburg, che dice: quando traduci, tieni lo sguardo fisso sul mondo amato dell'altro. Come una formica aggrappata a una foglia, bisogna aggrapparsi a ogni parola e allo stesso tempo correre avanti impazientemente come un cavallo senza mai perdere di vista il tutto. Ma alla fine non dovrebbe apparire la lentezza, solo la corsa veloce del cavallo. Wir haben uns beim zweiten Motto an eine weitere unserer wirklich großen Lieben gehalten, an Natalia Ginzburg, die schrieb, beim Übersetzen müsse man die Augen fest auf die geliebte Welt des anderen richten. Wie die Ameise an ein Blatt müsse man sich an jedes Wort klammern, gleichzeitig ungeduldig wie ein Pferd voraneilen, ohne jedes Ganze aus den Augen zu verlieren. Doch nicht die Langsamkeit. Nur der rasche Lauf des Pferdes dürfe am Ende aufscheinen. Übersetzen sei dienen, sagt sie. Tradurre è servire. Grazie Claudia. Il rilievo che hai fatto sulle citazioni nascoste mi ha fatto pensare a una frase dello scrittore argentino Borges che dice che il dramma dell'originale è che non sarà mai fedele alla sua traduzione. Vielen Dank, Claudia. Also diese wunderschöne Relief von den versteckten Zitaten, was du gezeichnet hast, hat mich eben an ein Zitat von Borges erinnert, der gesagt hat, falls ich es richtig verstanden habe, das Drama des Originals ist, dass es nie treu eigentlich seiner Übersetzung sein kann. Allora, prima si parlava di un dibattito di carattere critico letterario, ma anche politico, nato a ridosso della pubblicazione della storia di Elsa Morante e che ha a che vedere probabilmente con una rappresentazione della storia che Elsa Morante dà in quanto ingranaggio di dominazione, sopraffazione e assoggettamento a oltranza.
In sostanza, per chi principalmente da sinistra criticava questo titolo, questo romanzo, criticava in verità l'idea che Elsa Morante avesse sottratto alla storia le sue caratteristiche progressive o di emancipazione o positive. Zuerst haben wir eben über diese politischen, kulturellen Aspekte eben auch gesprochen, die eben auch so eine große Kontroverse danach der Publikation ausgelöst haben. Und das war eben im Zusammenhang mit der Darstellung von Geschichte, also Geschichte wie im Storia, also mit einem großen Bild der Weltgeschichte im Buch. Denn es wird eben so ein Räderwerk, ein Zyklus von Unterdrückung dargestellt und Kritik, die vor allem vielleicht von links eben auch gekommen ist, war eigentlich, dass Elsa Morante der Geschichte die Substanz eines Fortschrittes, etwas Positiven, etwas Progressiven eigentlich weggenommen hat. Quelli erano, ovviamente siamo negli anni 70, quelli erano, era un periodo in cui un oggetto letterario, culturale, non poteva andare, come dire, separato dalle sue emanazioni in qualche modo politica. Era quindi un'epoca molto diversa dalla nostra, in cui ai giorni nostri a volte anche solo a dire la parola intellettuale è capace che ti tirino i pomodori sott'olio dietro. Also wir befinden uns ja im Kontext der 60er Jahre, wo es eben sehr, sehr schwierig war, ein literarisches Objekt eben auch von den politischen Umständen zu trennen. Und das ist eben sehr verschieden von heute, wo eben eigentlich schon, jemand zu sagen, intellektuell schon nicht ein sehr schönes oder ein sehr gutes Assoziation ist oder Zuschauen ist. Sta di fatto che Elsa Morante, come altri grandissimi del Novecento, decide di affrontare sul piano letterario una delle tragedie, se non la tragedia del XX secolo, quindi la Seconda Guerra Mondiale, il nazifascismo, anche la Shoah. Ora, come decide di farlo Elsa Morante? Io, prima di entrare nel dettaglio della storia, volevo darvi qualche esempio di trattamento di questo che è il grande tema, no? Della letteratura in particolare del secondo Novecento. Und Elsa Morante entscheidet sich in diesem Buch eben in der Leseebene vor allem auf eben eine der größten oder wenn nicht die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts einzugehen, also auf den Zweiten Weltkrieg, aber auch auf den Holocaust, den Faschismus, und sie macht eben daraus natürlich eben das große Thema dieses Buchs. Ci sono casi di libri molto importanti, come ad esempio Eichmann a Gerusalemme di Hannah Arendt, che hanno adottato un approccio fortemente testimoniale, no? Da documentario. Ci sono altri casi in cui l'elemento, diciamo così, del documento reale e quello dell'invenzione sono andati di pari passo. Penso ad esempio a una delle prose in lingua tedesca forse più importanti del secondo Novecento, cioè Austerlitz di Sebald, o a Clessidra di Danilo Kiss. Genau, es gibt Bücher, die eben eher einen dokumentarischen Zugang zu diesen Thematiken haben, wie zum Beispiel Eichmann in Jerusalem von Hannah Arendt, aber es gibt auch Bücher, die also zusätzlich zu diesen dokumentarischen auch eher einen literarischen, also dann auch fiktionalen Zugang haben, und ich denke eben an einer der größten Werke eben auch in Österreich, zum Beispiel von Sebald Austerlitz oder Cassidra von Danilo Kiss. Il prossimo forse è un po' più lungo. Allora, la messa in trama, quindi l'elemento di invenzione in la storia di Morante, è un elemento molto importante nel testo. Tuttavia, anche la storia ha una forma molto specifica, no? Ha la forma degli annali. Il testo è diviso in 7 parti, ogni parte per un anno, dal 41 al 47. Ora, l'annalistica è una modalità della storiografia, in particolare una modalità della storiografia antica, no? Con la forma degli annali si raccontavano ad esempio le gesta della Repubblica Romana o della storia greca. Questo vuol dire che in questa forma prescientifica c'è spazio per l'elemento mitico, per il favoloso e per un elemento che noi chiameremo meraviglioso.
Also die Inszenierung oder eben die Darstellung der Geschichte in der Geschichte von Elsa Morante ist eben essentiell. Also sie bedient sich in der Darstellung der Geschichte vor allem am Beispiel von Geschichtsannalen, wie zum Beispiel, die auch benutzt wurden, um zum Beispiel im Römischen Reich, in Römische Republik oder noch früher eben auch das antike Griechenland eben historisch zu beschreiben. Und eben das Buch ist eben auch in die 7 Jahre eben eingeteilt, von 41 bis 47, und eben in diesem analytischen Blick ist aber eben auch möglich, dadurch, dass es sich an diesen Geschichtsanalysen auch inspiriert, dass in dieser vorwissenschaftlichen Ebene auch mythische Elemente, vielleicht auch ein bisschen fantastische oder was wir sogar eben als meraviglioso, also so auch als etwas Wunderbares in dieser Tragik beschreiben können. Grazie Lorena, questo elemento del meraviglioso, del fantastico, come hai detto giustamente, è molto importante. Quando Morante descrive, utilizza la storia come un ingranaggio di dominazione e di distruzione a oltranza, nel libro si crea una spaccatura, ci sono due fazioni. Ci sono quelli e quelle che aderiscono al discorso di dominazione, di violenza e di sopraffazione, e ci sono invece quelli che ne sono calpestati. Io intendevo chiamarli in chiave evangelica gli ultimi, Claudia mi ha suggerito di chiamarli i piccoli. Nella conversazione tra Annabelle e Alessandro Barbero è venuto fuori il lemma del popolo minuto, che mi sembra possa avvicinarsi a questa cosa qui. Secondo Elsa Morante, i calpestati, cioè gli ultimi, i piccoli e il popolo minuto hanno un vantaggio sui dominatori. Ora, qual è questo vantaggio? Also in dieses Element der Fantastik oder des Wunderbaren, das eben auch hineingeschrieben wird, das ermöglicht eben, dass in diesem Räderwerk eben der Geschichte, dass die Gesellschaft eigentlich spaltet, fast eben in einerseits diejenigen, die von dieser Unterdrückung profitieren und andererseits eben in diese, die von der Geschichte eben fast schon zerschlagen werden. Also man könnte sie, Alfred hat gesagt, als die Ultimi, also die Letzten bezeichnen, oder vielleicht als so Piccoli, also als das kleine Volk, oder eben wie bei der Veranstaltung mit Alessandro Barbero und Anna Belle eben auch das Konzept des Popolo Minuto, also dieser kleinen Volk, arbeitenden Volk hervorgekommen ist. Und eben laut Elsa Morante oder laut das, was der Roman uns sagt, hat aber dieses kleine Volk einen Vorteil gegenüber der Unterdrücker, und dieser ist... Ja. Quindi qual è questo vantaggio, questa posizione privilegiata che i calpestati avrebbero? Nel romanzo che citavo prima, che secondo me ha molti paralleli con la storia, Clessidra di Danilo Tisci, c'è un documento alla fine del libro, è una lettera inviata dal protagonista alla sorella. Il protagonista si trova a essere realmente il padre dell'autore. Quindi è un libro quindi in cui l'elemento documentale è forte. Quindi il padre dell'autore, pochi mesi prima di essere deportato Auschwitz, invia una lettera alla sorella in cui dice che comunque vadano le cose, succeda quel che succeda, è sempre meglio stare dalla parte dei perseguitati che non da quella dei persecutori. Und eben, was ist jetzt dieser Vorteil, was ist dieses Privileg, dass das kleine Volk eben trotzdem gegenüber der Unterdrücker haben? Und das zu erklären, eben bediene ich mich nochmal des Beispiels von Clessidra, eben von Danilo Kisch. Darin gibt es eben einen Brief, den eben der Protagonist an seine Schwester schreibt. Und dieser Protagonist ist eigentlich der Vater des Autors. Also es ist ein Buch, das ein sehr stark autobiografische Züge auch hat. Und dieser Protagonist schreibt eben wenige Monate, bevor er eben deportiert wird nach Auschwitz, an seine Schwester: egal was passiert, es ist immer besser, auf der Seite der Verfolgten zu stehen, als auf der Seite die Verfolgten. Questa è una posizione che secondo me risuona fortissimo, in modo fortissimo nel libro di Elsa Morante, e non ha solo un rilievo etico. Nella non aderenza da parte dei calpestati rispetto al discorso dei dominatori, no? Al discorso che assoggetta, questa non aderenza genera uno spazio in cui può entrare il meraviglioso. Questo vuol dire che nello sguardo dei calpestati si genera la possibilità di una relazione con le cose, che sia una relazione in cui ci si avvicina alle cose
e non le si violenta, non le si assoggetta e non c'è bisogno che le si possegga a tutti i costi. Und eben aus dieser Position heraus eben schreibt eben auch, so kommt es mir vor, Elsa Morandl, eben nicht nur dieser ethische Hintergrund, sondern eben auch dieses Privileg, das dann eigentlich die von der Geschichte Zerschlagenen, die Unterdrückten haben, ist, dass sich in diesem Folter, den sie haben, auch ein Raum auftut. Und dieser Raum kann sich eben dann eben füllen mit dem Wunderbaren. Also man kann die Sichtweise der Zerschlagenen eben auch so sehen, dass sie eben in eine andere Beziehung zu den Dingen in der Welt treten können als die Unterdrücker, denn sie haben eine andere Sichtweise auf die Welt. Das heißt, wenn sie in Beziehung oder zu Dingen oder auch zu Menschen treten, dann müssen sie nicht unbedingt diese Dinge besitzen wollen oder eben diese unterdrücken können, sondern können sich anders annähern und haben dadurch eben auch einen anderen Blickwinkel auf die Welt. Grazie. Questa possibilità del meraviglioso si esprime, credo, nella maniera più forte e più eclatante nel romanzo, quando Morante si trova a rappresentare la relazione del piccolo Giuseppe con la lingua, quindi con una sorta di iniziazione e di ingresso del linguaggio del piccolo Giuseppe. Ed è qui che io vorrei leggere un passo in italiano, però prima vorrei dare la parola a Claudia, che ha da dirci delle cose molto interessanti sulla traduzione della lingua di Giuseppe. Also in diese Möglichkeit des Wunderbaren, das sich eben auftut, sehen wir eben auch im Buch, vor allem in der Beziehung, die Giuseppe mit der Sprache hat. Also wie er sich der Sprache annähert, wie er sich der Sprache bedient. Und wir werden dann eben auch einen schönen Ausschnitt lesen im italienischen Original. Und bevor das Alfredo machen wird, werden wir aber noch das Wort Claudia überlassen, damit sie uns eben etwas über diese Besonderheit, wie man diese besondere Sprache Giuseppes übersetzen konnte, erzählen kann. Oh, è solo una piccolissima cosa, allora un briciolo. Per esempio, dice Nino a Giuseppe: andiamo forza di farfalla, lampana. Jetzt komm, los, sag Schmetterling. Hey, stellst du dich blöd an? Was ist denn jetzt los? Weinst du? Wenn du weinst, nehme ich dich nicht mehr mit. Mäterin. Ma senti. Poi, di albero. E quello laggiù è un ciclista di Piazza di San Miti. Sag Baum. Und das da unten ist ein Radfahrer. Sag Radfahrer, sag Piazza di San Miti. Mäterin. Mäterin, rief Giuseppe aber diesmal, um sich einen Spaß daraus zu machen. Und er lachte aus vollem Hals über sich selbst, genau wie ein Clown. Lampana, 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 esclamò Giuseppe, apposta per fare il buffo questa volta. E rise a gola spiegata di se stesso, proprio come un buffone. Prima di poi lasciare l'altra lettura a Dirk, che accompagnerà di fatto il discorso dei dominatori, è una grossa responsabilità, Dirk. Vorrei leggere un passo dall'iniziazione al linguaggio di Giuseppe. Genau, also bevor ich dann eben dich das Wort überlasse, dir eine Passage aus, dass sich der Unterdrücker lesen wird, was eine große Verantwortung darstellt, werde ich jetzt genau diesen schönen Ausschnitt über die Sprache und Giuseppe lesen. Quindi siamo, il punto di vista è quello, la voce sta guardando Giuseppe. Non si era mai vista una creatura più allegra di lui. Tutto ciò che vedeva intorno lo interessava e lo animava gioiosamente. Mirava esilarato i fili della pioggia fuori della finestra, come fossero coriandoli e stelle filanti multicolori. E se, come accade, la luce solare arrivando in diretta al soffitto gli portava riflesso in ombre il movimento mattiniero della strada, lui ci si appassionava senza stancarsene, come assistesse a uno spettacolo straordinario di giocolieri cinesi che si dava apposta per lui. Si sarebbe detto, invero, alle sue risa, al continuo illuminarsi della sua faccetta,
che lui non vedeva le cose ristrette dentro i loro aspetti usuali, ma quali immagini multiple di altre cose varianti all'infinito. Altrimenti non si spiegava come mai la scena miserabile, monotona, che la casa gli offriva ogni giorno, potesse rendergli un divertimento così cangiante e inesauribile. Il colore di uno straccio, di una cartaccia, suscitando innanzi a lui, per risonanza, i prismi e le scale delle luci, bastava a rapirlo in un riso di stupore. Una delle prime parole che imparò fu «telle», «stelle», però chiamava «telle» anche le lampadine di casa, i derelitti, i fiori che Ida portava da scuola, i mazzi di cipolle appesi, perfino le maniglie delle porte e in seguito anche le rondini. Poi, quando imparò la parola «dondini», «rondini», chiamava dondini pure i suoi calzerottini stesi a asciugare su uno spago, e a riconoscere una nuova tella, che magari era una mosca sulla parete, o una nuova dondine, partiva ogni volta in una gloria di risatine, piene di contentezza e di accoglienza, come se incontrasse una persona della famiglia. Le forme stesse che provocano generalmente avversione o ripugnanza, in lui suscitavano solo attenzione e una trasparente meraviglia, al pari delle altre. Nelle sterminate esplorazioni che faceva, camminando a quattro zampe intorno agli Urali e alle Amazzonie e agli arcipelaghi australi che erano per lui i mobili di casa, a volte non si sapeva più dove fosse e lo si trovava sotto l'acquario in cucina che assisteva estasiato a una ronda di scarafaggi, come fossero cavallucci in una prateria. Arrivò persino a riconoscere una tella in uno sputo. Claudia, adesso entra il discorso di Davide Segre. Davide Segre è uno dei pochi personaggi che, pur trovandosi nei paraggi, no, dei calpestati, dei piccoli, ambisce ad avere, come dire, una visione politica e un'azione, no? È ebreo, è un professionista e ha la sua ideologia è dichiaratamente anarchica. Quindi, prima di introdurre la lettura di Dirk, vorrei chiederti di dirci due parole su questa figura che ha un ruolo molto importante nel romanzo. Sì, Also gerne, Claudia, könntest du uns jetzt eben dann noch etwas über Davide Segre erzählen, der eine sehr wichtige Rolle auch im Buch einnimmt. Denn er ist, obwohl er eigentlich dieser Gruppe der Unterdrückten, der Zerschlagenen, der Geschichte angehört, trotzdem aktiv. Er hat eine Mission, er ist eigentlich anarchisch auf jeden Fall, aber er kann sich als Subjekt behaupten, er übernimmt Handlung. Und bevor wir eben jetzt die Lektüre dann von dir hören werden, kannst du uns ein bisschen etwas über diesen sehr wichtigen Charakter für das Buch erzählen? Sì, allora, prima di tutto per un po' proseguire il tuo discorso. Allora, la storia è anche un romanzo contro la violenza. È un romanzo contro tante cose, per tante cose, e noi possiamo solo briciolare un pochino. Ma contro la violenza alla vita, come diceva Cesare Garboli, che mi sembra molto importante. La storia ist ein Roman gegen die Gewalt. La storia ist auch ein Roman gegen vieles andere, für vieles andere. Also wir können einige kleine Krümelchen aufpicken. Aber auf jeden Fall ist La Storia ein Roman gegen die Gewalt, gegen das Leben. Vuol dire usare la vita anzi che viverla. Quando si usa la vita senza viverla, si può anche ottenere tutto dalla vita, ma non si è protagonista della vita. Das heißt also, die Gewalt bedeutet, das Leben zu benutzen, anstatt es zu leben. Das sagt Cesare Garboli und das hat mich sehr betroffen, das stimmt. Denn wenn man das Leben benutzt, ohne es zu leben, oder man kann alles haben vom Leben, kein Problem, aber man ist nicht der Protagonist des Lebens. Ma nel romanzo di Elsa Morante ci sono i protagonisti della vita, Ida Raimondo, Nino, Giuseppe e anche i Mille, che sono anche
Ma non solo questi senza tetti dopo il bombardamento di Roma, non sono anche i garibaldini i mille, anche loro i rivoluzionari, e sono protagonisti della vita. Il romanzo von Elsa Morante gibt es ja aber, die Protagonisten des Lebens. Und das sind Ida und Giuseppe, das sind auch die Tiere. Das sind aber auch die Milde, die Tausend. Nicht nur die, die obdachlos geworden sind, als Rom bombardiert wurde, sondern eben auch die Tausend im Zug von Garibaldi. Ma siamo noi, das sind wir auch. E poi dice Garboli, lo spazio della vita si è ristretto oggi in confronto allo spazio di macchinazione della vita, lo spazio di coloro che usano la vita. Das heißt, der Lebensraum wird immer kleiner, verengt sich immer mehr gegenüber dem Raum, den die beanspruchen, die dieses Leben benutzen. Aber das Leben ist nicht unendlich. Das Leben ist nicht, dass man sagen kann, ach, das geht schon immer so weiter. Oh nein, das Leben will gelebt werden, nicht benutzt, sondern wirklich erkannt werden. Und das ist auch ein Punkt des Romans, der unglaublich wichtig ist. Perché la vita in termini drammatici non può essere costantemente usata. Non si può fare in continuazione violenza alla vita usandola. Perché viene un momento in cui la vita non c'è più. Diminuisce sul nostro pianeta. Gli uomini diventano sempre di più, ma la vita diventa sempre di meno. Non si può violentarla all'infinito. Vuol dire che la vita non è un bene illimitato. Das Leben ist also nicht einfach illimitiert, unendlich. La persona che lo sa, la figura che lo sa, è Davide Segre. Davide Segre ist die Figur in Elsa Morantes Roman, die das weiß, ahnt, weiß. Lui è anarchico ebreo e magari l'unico borghese in questo romanzo. È lui che capisce che diventare protagonisti della storia e non della vita vuol dire diventare macchina della storia. Er ist ein jüdischer Anarchist und vielleicht der einzige Bürgerliche in diesem Roman. Ein ganz junger Mann, lui è giovanissimo. Aber er versteht, dass wenn man Protagonist der Geschichte wird, der Weltgeschichte, der Geschichte mit dem großen S, und nicht Protagonist seines Lebens, seines eigenen Lebens, des Lebens, dann wird man zur Maschine dieser Geschichte. E questi sono i due punti contrapposti nel romanzo di Elsa Morante. Poi alla fine Davide Segre, come in un teatro miserabile, fa un discorso incredibilmente disordinato in un ordine incredibilmente preciso per lui. Am Ende des Romans wird Davide Segre in einer miserablen Osteria in Rom einen Vortrag halten, der vollkommen unorganisiert ist, ganz ungeordnet und absolut geordnet für seine eigene Figur. E nessuno ascolta, tranne il piccolo Giuseppe, la cania bella, è uno che è tornato dalla guerra, completamente distrutto. Tutti gli altri giocano a carte, fanno le cose, eccetera. Und keiner hört zu. Nur das Kind, Giuseppe, nur der Hund, Bella, und ein Kriegsheimkehrer, der eh kurz vor dem Tod steht. Alle anderen spielen Karten und sagen, E lì tutti i concetti, non della Morante, del periodo, del tempo, ma escono come in un vulcano. Il marxismo, l'anarchismo, Cristo, la religione, poi un outcome incredibile, ma io sono ebreo, io, e tutti, che... E poi una colpa tremenda su questo essere umano di 20 anni, un giovane, completamente rovinato dalla droga.
Davide Segre. Das heißt, er fängt einen Diskurs an, ganz wild, ein Paroxysmus. Er redet über Marxismus, er redet über Anarchismus, er redet über Christus, über die Kirche. Er hat ein Outcoming, er schreit, ich bin Jude, alle sagen, ja, und ist doch jetzt auch egal. Und letztlich ist er ruiniert, ein Junge von 20 Jahren, und auch er wird sterben, und zwar in einer Überdosis. E alla fine, tutto ciò perché c'era uno in quella sala che diceva così, ma la guerra è finita ormai. Alles nur, weil jemand in dieser Runde gesagt hat, ja, der Krieg ist doch aus. E così, poi la lettura di quel pezzo, anch'io pensavo sempre, quando ero piccola, ma perché i genitori dicevano, ma la guerra è finita, sì la guerra è finita. E poi venne Vietnam, e poi Iraq, e poi Kuwait, e poi Iran, e poi Siria, e poi lo Yemen, e poi Gaza, e poi Ucraina, e poi la guerra è finita, ma scusate, e cosa facciamo noi con tutta la violenza che aumenta, aumenta, aumenta? Also, als ich klein war, dachte ich auch schon immer, wie seltsam, wenn die Erwachsenen sagen, ja, der Krieg ist aus. Und dann dachte ich, ja, Moment mal, später der Krieg in Vietnam und alles, was ich aufgezählt habe, der Krieg in Afghanistan, der Krieg in Syrien, der Krieg in und so weiter. Und jetzt sind wir in der Ukraine und wir sind in Jemen und wir sind im Roten Meer und wir sind in Gaza. Wo soll das denn alles enden? Diese ganze Gewalt, die sich aufhäuft, die in uns drin ist, nell'umanità non si scioglie così. Per chiudere questo piccolo discorso, voglio farlo con Brecht, che ha lavorato su un frammento che si chiama Fazer, l'unico pezzo che il famoso Brecht non ha finito, perché non poteva. E questo ha scritto negli anni, penso, dal 27 al 31, ha lavorato su questo frammento Fazer con un plot rivoluzionario. Allora, una scena apocalittica, un solo albero, un carro armato, quattro soldati che dicono basta adesso, noi andiamo a casa. E poi alla fine lui non era riuscito a chiudere questa cosa perché non c'è una fine, c'è solo una fine che dice Fazer nell'anno 31 e d'ora in poi e per molto tempo ancora non ci sarà più alcun vincitore nel vostro mondo, ma soltanto vinti. Brecht, mit dem ich hier schließen will, hat an einem Fragment gearbeitet, dem berühmten, im Theater berühmten Fazer-Fragment, das er nie zu Ende gebracht hat, weil sozusagen das Paradox in dem Ding selber liegt. Er hat von 27 bis 31 dran gearbeitet und der Plot ist wirklich revolutionär. Es gibt eine apokalyptische Szene, es gibt einen einzigen Baum, es gibt einen Panzer, vier Soldaten, die sagen, ja, das reicht uns jetzt. Wir steigen aus, heute ist Mittwoch, also es ist ein Mittwoch, an dem der Krieg aufhört, für uns nämlich, wir gehen jetzt nach Hause. Das konnte er nicht fertig schreiben, also wo mündet das hin? Und Fazers letzte Worte, ehe Brecht das Ding weggeworfen hat, wie er sagt, weil ich weiß jetzt auch nicht weiter, sagt, von jetzt ab und eine ganze Zeit über wird es keine Sieger mehr geben auf unserer Welt, sondern nur mehr Besiegte. Grazie Claudia, in particolare per l'inserto e per la chiusa su Brecht, molto bene. Dirk, che dici? Leggiamo. Also vielen Dank, danke Claudia und eben auch vor allem für diesen Schluss über Brecht, das war sehr beeindruckend. Und jetzt wird uns Dirk einen Ausschnitt vorlesen.
Devo trovare. Già trovato. Der Krieg ist zu Ende, warf mit einem Seitenblick auf ihn der Spieler ein, der wie ein Unternehmer aussah. Jetzt muss man an den Frieden denken. Damit war das Thema für ihn erledigt. Er wandte sich wieder seinem Spielpartner zu, dem trägen Hausierer, und drängte ihn: Mach schon, leg die Münzen an. Ach ja, der Krieg ist zu Ende, wiederholte Davide polemisch. Es ist Frieden, genau, worauf er verächtlich lachte. Dieses Lachen wirkte überraschend auf Bella, die beide Ohren spitzte. Inzwischen rutschte Davide, da er zu seinem eigenen Ärger einem Anfall schlechter Laune nachgegeben hatte, grimmig auf seinem Stuhl hin und her. Von solchen Frieden wetterte er gegen den Unternehmer, der sich gar nicht mehr um ihn kümmerte, wurden schon 100.000 geschlossen. Und sie schließen nochmal 100.000 und der Krieg ist nie zu Ende. Für solche Machenschaften das Wort Frieden zu gebrauchen ist, ist Pornografie, ist auf die Toten spucken. Ja doch, die Toten, die werden kurz mal überschlagen und dann ab ins Archiv, Aktendecke zu. An den Gedenktagen legen die Herren im Anzug einen Kranz beim unbekannten Soldaten nieder. Wer tot ist, ruht, und wer lebt, gibt Ruhe, sprichwortete der kleine Rentner und zwinkerte in einer Art mit seinen geröteten Augen, die Davide gegenüber keinesfalls ironisch sein wollte, eher wohlwollend. Archivierte Akten, stieß Davide hervor und wand sich vor Empörung. Aber hier hielt ihn der Gedanke auf, dass er, wenn er so anfing und sich aufregte, gleich zu Beginn vom Weg abkommen würde. Und mit einer großen Willensanstrengung vollzog er eine Art geistigen Salto, der ihn in den Zustand einer vernunftmäßigen Spaltung versetzte. Da war ein Davide über ich, das den Takt vorgab, und ein anderer Davide, der dieser Vorgabe, wenn auch unschlüssig, in Bezug auf Mittel und Ziele gehorchte. Das Davide über ich sollte sich ihm im Lauf seiner heutigen Rede in unterschiedlichen Formen präsentieren. Bisweilen als flammendes Schwert, bisweilen als Parodie. Jetzt begann es, die Gestalt eines Geschichtslehrers einzunehmen. Und Davide zwang sich mit zusammengezogenen Brauen im Geiste die wesentlichen Regeln zu rekapitulieren, bis hin zu den Grundlegenden, die ihn bereits durch seine Gymnasialzeit geleitet hatten. Sich zur Ruhe anhaltend, zur Klarheit und vor allem zu einer methodischen Ordnung, wollte er das Feld für die nächste Schlacht vorbereiten. Er beschloss daher, übereinander folgende Thesen vorzugehen, wobei er zunächst wie bei Lehrsätzen die selbstverständlichen, vielmehr bereits bekannten Grundlagen aufzeigen musste. Er machte sich mit demselben Ernst an diese Aufgabe wie damals, wenn er als Schüler zur Tafel gerufen wurde, und begann in einem so sorgsamen und genauen Ton, als würde er aus einem Brevet vorlesen. Erstens, das Wort Faschismus ist jüngster Prägung, entspricht aber einem sozialen System prähistorischen Verfalls, absolut rudimentär und sogar weniger entwickelt als das der Menschenaffen, was jeder bestätigen kann, der Kenntnisse in Zoologie besitzt. Zweitens, ein solches System beruht auf der Unterdrückung der Wehrlosen, Völker oder Klassen oder Individuen, seitens derer, die über die Mittel verfügen, um Gewalt auszuüben. Drittens, in Wirklichkeit besteht seit den frühesten Anfängen und im Lauf der gesamten Menschheitsgeschichte weltweit kein anderes System als dieses. Unlängst wurden manche seiner extremen Ausbrüche der Schande, des Wahnsinns und der Idiotie charakteristisch für die bourgeoise Verkommenheit mit der Bezeichnung Faschismus oder Nationalsozialismus belegt. Doch das System als solches existiert immer und überall unter verschiedenen und womöglich gegensätzlichen Vorzeichen und Namen. Semper et departout. Immer und überall, seit Beginn der Menschheitsgeschichte. In dieser einleitenden Phase seines problematischen Unterfangens drehte Davide den Kopf im Wechsel einmal nach hier, einmal nach dort, als rief er alle Anwesenden als Zeugen seiner Postulate auf. Und obwohl in Wirklichkeit von seiner Rede, die er außerdem mit ziemlich leiser Stimme hielt, nur Bruchstücke zu hören waren, während der Rest im Allgemeinen durcheinander unterging, folgte er dennoch mit dumpfem Vertrauen
und über eine reichlich lange Zeit seiner einmal festgesetzten Ordnung. Dass also die ganze Geschichte eine Geschichte mehr oder weniger verschleierter Faschismen ist, im Griechenland von Perikles, im Rom der Cäsaren und der Päpste und in der Steppe der Hunnen und im Reich der Azteken und in Amerika der Pioniere und in Italien des Risorgimento und im Russland der Zaren und der Sowjets, semper e depertut, die Freien und die Sklaven, die Reichen und die Armen, die Käufer und die Verkauften, die Oben und die Unten, die Befehlshaber und die einfachen Soldaten. Das System ändert sich nie. Es nennt sich Religion, göttliches Gesetz, Ruhm, Ehre, Geist, Zukunft, alles Pseudonyme, alles Masken. Aber im Industriezeitalter halten manche Masken nicht mehr stand. Das System zeigt die Zähne und stanzt jeden Tag seinen wahren Namen und Titel in das Fleisch der Massen. Und nicht umsonst heißt in seiner Sprache die Menschheit Masse, was träge Materie bedeutet. Und jetzt sind wir also soweit. Diese arme Materie des Dienens und der Mühsal ergibt einen Teig der Vernichtung und Zersetzung. Vernichtungslager. Den neuen Namen für die Erde haben sie schon gefunden. Vernichtungsindustrie. Das ist der eigentliche Name des heutigen Systems. Und er sollte als Schild an den Fabriktoren angebracht werden und an den Toren der Schulen und der Kirchen und der Ministerien und der Büros und der Neonwolkenkratzer und auf den Titelseiten der Zeitungen und auf den Titelblättern der Bücher, auch denen der sogenannten Revolutionäre. Jetzt kommt was Spanisches, ich spreche sehr falsch aus, sagen Sie sich nicht. Quirien carne del hombres. Er wusste nicht mehr, wo er diesen letzten Satz gelesen hatte. Doch jetzt, als er ihn zitierte, machte er sich Vorwürfe, als hätte er einen Fehler begangen. Denn natürlich konnte hier niemand Spanisch. Er hätte in der Tat auch Altgriechisch oder Sanskrit sprechen können, zumal seine Sätze ringsum vorwiegend als akustisches Phänomen wahrgenommen wurden. Darüber war er sich im Moment nur zum Teil bewusst, aber die von seinem Über-Ich verlangte Ruhe war bereits dahin. Ungeduldig bewegte er Füße und Hände und brach in unbeherrschtes Gelächter aus. Es gibt welche, die geglaubt haben, rief er und erhob anmaßend die Stimme, der letzte Krieg wäre ein Krieg der Weltrevolution. Grazie Dirk. Io credo che siamo prossimi alla chiusa. Volevo sapere se ci sono domande dal pubblico. Vielen Dank Dirk. Wir sind fast schon beim Ende angelangt, aber wir geben gerne noch die Möglichkeit, falls die Fragen aus dem Publikum sind, sie zu stellen. In caso non ce ne siano, vi ringraziamo, Claudia, Lorena, Dirk, per essere stati qui e spero che sia stato interessante e che sia stato anche uno sprone per leggere o rileggere, perché di fatto per chi non lo conoscesse leggerlo, per chi lo conoscesse già rileggerlo, perché la rilettura è forse uno dei piaceri più importanti, più sottili della letteratura. Bedanken wir uns ganz herzlich heute bei Ihnen und wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, es war interessant und dass es für Sie vielleicht auch den Anstoß gegeben hat, entweder wer es schon gelesen hat, eben noch einmal zu lesen, wer das Buch noch nicht kennt, zu lesen und sich eben der Literatur und damit eben einem der größten Vergnügen auch der Menschheit hinzugeben.